Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Was geht ab? Mein Name ist DWZD und willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal, Leute. Heute wird's mal ganz verrückt. Richtiger Oldschool-Vlog wird heute geplant. Joanna ist auch mit dabei, völlig random. Hallo, Joanna. Na, ich erkläre das gleich alles noch, Leute. Es ist noch ein bisschen verwirrend. Aber natürlich sehe ich da vorne schon die Seefischhalle. Oder gibt's frischen Fisch anscheinend zu kaufen? Ja, so Leute, jetzt war es kurz ein bisschen verwirrend, weil mich irgendwer erkannt hat. Natürlich, klar, wir gehen in ein, das habe ich übrigens noch gar nicht erklärt, in ein Fischrestaurant. Wirkte richtig wie so ein Überfall. Ja, dachtest du, er wollte mich überfallen? Nee, das war so richtig schnell. Ihr seid so ausgestiegen, dann war so wumm, und auf einmal stand da und jemand, du bist doch aus dem Internet, oder? Ja, vor allem, weil wir direkt im Talkstring direkt um Aquarien, hat mir direkt dein Aquarium gezeigt. Ich erzähle ihm von meinem Problem, was hast du denn hier, ich würde das so und so machen. Wir waren auf jeden Fall gerade voll im Talk drin, aber wir sind hier gerade unterwegs, weil wir für deinen Kanal ein Video drehen, in dem wir hier, bei dem wir hier essen gehen. Verrückte Restaurants. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich doch auch nochmal so einen richtigen Oldschool-Vlog auspacken und auch einfach mal den Tag ein bisschen von mit daher, der Kamera begleiten. Von daher, da bin ich wieder, Leute. Boah, wir sind jetzt wieder unterwegs. Wie bitte was? Wie bist du da hingekommen? Ich habe meinen Kamerabeam ausgepackt. Das ist ja verrückt, halt sauber probiert. Ach so, okay. Oh, mega krass. Also, wir haben hier Wasser. Ja, das ist aber echt ziemlich braunes Wasser. Hier ist nicht so viel zu erkennen. Sieht man hier irgendwas? Hier ist wenig Wasser. Hier gibt es anscheinend viel Fisch zu essen. Okay, das hätte man sich ja schon fast denken können. Und was geht hier vorne ab? Hier haben wir einfach einen Teich. Problem an deutschen Seen oder Fischteichen ist, dass man da irgendwie nicht reingucken kann, ne? Deswegen bin ich auf die glorreiche Idee mit dem Aquarium gekommen, damit man auch mal was sehen kann. Hier sind schon mal wenigstens Fische draufgeklebt, aber nee, alles leer. Ja, richtig. Ja, klar, können wir machen. Leute, was erwartet ihr, dass mich die ganze Zeit Leute erkennen? Wir sind in einem Fischparadies hier. Natürlich. Es ist der Deutschlands größte Aquarienkanal. Aquaisi? Also bis jetzt war es auf jeden Fall extrem unspektakulär. Da vorne war nichts drin. Man konnte nicht ins Wasser gucken und es waren auch keine Fische da. Ich glaube, mir hört gar keiner zu. Komm, wir gehen ab in den Seminarraum. Wow. Hier muss man ja ruhig sein. Abend. Mein Vlog war bis gerade so richtig hektisch und mega laut. Und auf einmal kehrt Ruhe ein. Der hat zwei Zähne. Ja, das ist ein Drückerfisch. Die fressen das Gestein ab und machen damit quasi den Sand. Nein, die kacken den wieder aus. Also Leute, das ganze Essen, was wir jetzt hier essen werden und so weiter, das seht ihr nochmal detailliert beim Freddy auf dem Kanal. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und von mir, meine Güte, ist das ein großer Ausschied. Seht ihr auf jeden Fall jetzt nochmal eine kleine Timelapse, während wir essen. Das Ding ist, ihr denkt an Pinocchio und meistens heißen die Fische immer genauso, wie sie aussehen. Ja, wirklich. Also die Amis nennen die halt immer dann so. Und der heißt jetzt einfach so Großflossenfisch. Okay, Leute, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Es gab kurz einen Heiratsantrag. Das war ein bisschen verwirrend für uns alle. Und jetzt werden gerade die Fische gefüttert. Boah, und der Feuerfisch da oben dazwischen, ey, dem würde ich ja nicht zu nahe kommen als anderer Fisch. Für dich ist Spannung gleich, dass einer hops geht gleich, ne? Nee, für mich ist das alles total aufregend einfach. Boah, und da oben ist einfach der größte Kugelfisch der Welt, Leute. Das ist mein Titel. Der größte Kugelfisch der Welt. Da oben, Maschallah, was ein Gerät. Maschallah, sag einfach, der große Kugelfisch. Okay, Freunde, kleiner Cut. Wir bekommen jetzt eine kleine Führung hier durch das ganze Gelände. Das gehört jetzt alles dir hier. Alles, was wir hier sehen. Hier alles Weideland, hier standen Schafe. Aber da kam auch irgendwann mal ein Bagger dazu, ne? Das hast du nicht alles mit dem Spaten gemacht. Ich stand hier damals mit einem Spaten. Aber hast du schon gemerkt, ja? Danach dachte ich, nee, das geht nicht. Habe ich mir einen Mini-Bagger geliehen. Nachher hatten wir 6 Wochen 2 große Bagger und 4, 5 LKWs.
Das war meine Fehlkalkulation. Hier habe ich im Moment Aale drin. Ach wirklich? Die beliefern wir für Angelsportvereine. Aha. Die kommen dann in Fischteiche, und dann oder? In Fischteiche, okay. Und Flüsse und so weiter und so fort. Wir machen sehr viel öffentliche Besatzmaßnahmen. Was gibt's Besonderes bei der Aalhaltung? Ach, da gibt es nichts Besonderes. Die sind nicht so anspruchsvoll, ne? Nee. Aber wie gesagt, in Neuwied wird nichts mehr produziert. Ja. Neuwied ist nur eine Vermarktungsanlage. Okay, alles klar. Die Produktion, das lohnt sich nicht, weil die Anlage wäre ausgelegt auf 17 Tonnen und wir verkaufen 400. Wir machen zum Beispiel den Main, haben wir mit über 50 Tonnen besetzt. Und das Geilste, was wir da machen. Den Main? Den Main in Frankfurt. Ja. Im Buddhismus heißt es, die Seelen der Ahnen werden in einen Fisch wiedergeboren. Was machen die Buddhisten? Die kommen zu mir, kaufen tonnenweise Fische. Die kaufen Seelen bei dir. Die kaufen Seelen bei mir. Und dann fahren wir, sagen wir jetzt, mit 1,5 Tonnen Karpfen. Das sind so 5.000, 6.000, 7.000 Fische. Setzen die dann in den Main rein und die beten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bräuchte 2-3 Goldfische oder so, dann würdest du sagen, ja komm, mach mal schnell. Ja, kostet ja ein Stück, 1 Euro. Ja, da sind sie. Sind sie drin? Ja. Da sind noch drin. Schnapp dir einen raus. Das ist ja mega. Hier ist ja komplettes Rundumpaket. Hier ist jetzt die Seefischabteilung. Und hier holt sich die ganze Stadt ihr Fisch, und ihren hier Fisch, holt oder wie? Sich, ja, nicht nur die Stadt. Ein Freund von mir, der hat drei Köder. Wir haben einen Vorteil, wir sind 2 Tage früher, wie alle meine Kollegen im Großhandel. Mhm. Oder nicht, oder in diesen Märkten. Das heißt, du hast den frischesten Fisch in der großen Umgebung. Absolut. Das danken mir ca. 600 Leute am Tag. Krass. Jetzt die große Frage, habt ihr auch Störe? Ja, natürlich. Das ist bei mir so ein Insider auf meinem YouTube-Kanal. Okay. Leute, das wird unser Highlight-Video. Wir sehen die größten Störe. Das ist einer. Ja, das ist Beri, ne? So genau kenne ich mich gar nicht mit Stören aus, aber... Das sind die mit den Weißen. Okay. Frieden, ne? Oh ja, das ist ein Stör. War ein kleiner. Oh, ich weiß nicht, ob man den gesehen hat. Siehst du gleich, ich lasse gerade, das hier ist so ein Badewannenprinzip. Machst du einen Wasserwechsel quasi, also so vom Prinzip? Ja, 5 bis 6 Minuten sind hier ungefähr 50 Kubikmeter weg. Wie gesagt, hier laufen 8,5 Millionen Liter Wasser, Frischwasser laufen hier. Klingt auf jeden Fall viel, ja. Wenn ich das mit meinem 400 Liter Aquarium vergleiche. Ja. Gerade ist hier so ein Fisch gesprungen. Warum springt der? Einfach aus Langeweile, weil er Spaß gerade hat. Ja. Ah, Druckausgleich machen die. Ja. Oh, boah, krass. Leute, guckt euch die Störe an. Krass, ja, er ist ja ein richtiger Oschi da. Also, wir räuchern die sehr viel und vermarkten die auch als Angelfisch. Für um die 10 Euro. 10 Euro, so ein großer Stör. Wie alt ist denn so ein ganz großer Stör? So ein großer, die haben ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre? Und so ein Stör, der 5 Jahre alt ist, kostet nur 10 Euro? Das Kilo. Okay, ich wollte gerade sagen. Störe, Störe, Störe. Und jetzt alle zusammen. Störe. Hier vorne haben wir dann noch Zander und so Sachen. Mhm. Das heißt, wenn die Leute hier Zander essen, der wird hier erst geschlachtet, filetiert und kommt dann in die Küche. Ich verstehe noch nicht genau, wie bist du jetzt überhaupt dazu gekommen, einen Teich zu haben und das zu buddeln? Ich bin und hier geboren. Ja. Hier heißt? Schafe. Ja. Ja? Und du hast gesagt, und hier ist ein Teich. Ich muss irgendwas machen. Ach, und da wolltest du Fische verkaufen? Ja, wollte ich Fische verkaufen. Ja, klar, der erste Gedanke, den man so hat, wenn man ein Feld hat Geld. Ich meine, dein Nachbarn hast hier einen schönen Ausblick beschert, wahrscheinlich. Ne? Hier ist ein schönes Haus am See. Hast du erstmal schön ja, stimmt. Marktwert auf jeden Fall gehoben. Und hier ist jetzt so ein Netz drüber wegen Fischreiher oder so? Hier sind jetzt ungefähr 5 bis 6 Tonnen Fisch drin. Sowohl das als auch das sind Angelteiche. Mit Angelscheinen kann man dann hier angeln. Okay. Wir haben also heute runter nach Frankfurt sehr viel gefahren. Hinten auch. Hier waren wir am Main und haben dort über 3 Tonnen gesetzt für die Buddhisten. Was heißt denn die Buddhisten? Also wer ist das denn dann? Das sind Chinesen oder vietnamesische Vereine. Vereine, okay. Und die machen dann ein Fest draus, dass sie viele Fische freilassen sozusagen. Und dann sind dann, sagen wir mal, 50 bis 100 Leute. Jeder gibt dann so und so viel und jeder hat dann was Gutes getan, weil sie ja für ihre Ahnen was gemacht haben. Siehst du aber in meiner Fernsehsendung. Für Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen habe ich eine Generalgenehmigung, weil unsere Fische alle über einen Tierarzt gehen. Wie kommen denn 15 Tonnen Karpfen? Wie werden die denn geliefert? Das sind so Spezial-LKWs. Aha. Drauf haben, zeige ich dir nachher, wie das funktioniert. Okay. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie drüber Gedanken gemacht, wie so 15 Tonnen Karpfen irgendwie. Ja, viel auch. Wie unterscheidet? Ich habe ja nie so, ich war nie so im Angelteich-Business drin. Ich war mit meinem Opa mal angeln. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Angel in der Hand. Ah, alles klar. Aber wie unterscheiden sich die Teiche? Vom Besatz? Ja, vom Besatz. Warst du schon mal angeln? Leider nee, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, irgendwann mal einen Schein zu machen. Eigentlich geil, ne? Ja, würde ich machen, sollen wir zusammen machen. Könnten wir vielleicht mal machen. Ich habe ja immer gesagt, später geht es für mich um den Bauernhof. Und ich habe letztens die wahnsinnige Idee gesponnen, dass ich selber einen See baggern will, weißt du? Ah ja, klar. Und dann habe ich gesagt, dann schütte ich da sowas auf, so in der Mitte, und dann habe ich eine kleine Insel. Ah. Und da wird da nur drauf gegrillt. Den hast du auch komplett selber gebuddelt, ne? Ja. Oder buddeln lassen. Buddeln lassen, ja. Irgendwann wurde ich ja mal schlauer. Ja. Dafür brauchst du dann aber höchstwahrscheinlich auch Genehmigung, wenn das die so habe ich danach eingeholt, ja. Danach. Aber glaub mir, du willst da nicht abends grillen, Alter. Das ist eine Mückeneskalation. Und dann geht's hinter der Fabrik weiter bis zum Nachbarn. 23 Grad.
Ach so, um so eine Größe geht's hier. 23 Teiche, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt jetzt so gar nicht gedacht. Ah, das ist so eine Fischtransportbox hier, ja? Sauerstoff. Ja. Muster haben, ohne das geht nichts. Ja, okay. Dann hast du hier die Box und damit führst du dann hier den Sauerstoff durch diese Kohlestäbe. Aha. Ohne das funktioniert gar nichts. Und damit kannst du dann fahren. Dann tun wir hier, sagen wir mal, das ist ein 600-Liter-Tank. Machen wir dann 500 Liter Wasser rein und passen dann 100 Kilo Forellen rein. Das sind dann, je nachdem die Größe, 300 Stück. Oder du kannst hier auch fast 300 Kilo Karpfen fahren. Ist das irgendwie genormt, wie viel in so eine Box rein dürfen? Das kommt auf die Jahreszeit drauf an, weil das Wasser, weißt du ja, hat je nach Temperatur eine andere Dichte. Umso kälter es ist, umso mehr kannst du reintun. Okay. Ja, und so geht das auch in den großen Fahrzeugen und auch in den Tanks. Ein Tank von den großen LKWs hat 2400 Liter und davon haben wir 12 Stück drauf. Hier machen wir den Aal, hier machen wir den Lachs, hier machen wir den Stier. Das ist eine Räucherkammer. Ganz primitiv. Krass. Mein Anfang war der Horror, weil ich habe null Ahnung von Gastronomie. Ich war jetzt mal bei einer Weinprobe. Ich bin der Einzige, der eine Cola bestellt hat. Ja, auf jeden Fall am Anfang dachte ich, ich wollte ein Aquarium haben. Das Becken hat mich übrigens 1,15 Millionen Euro gekostet. Das hat mich fast gekillt, weil alles schief gegangen ist. Wie kommt das, dass du ein Aquarium wolltest? Ach, das ist in Amerika entstanden. Ja, und dann sind wir da durch SeaWorld gegangen. Und dann dachte ich, boah, geiles Aquarium. Hier sitzen und essen, das macht Spaß. Und irgendwann fing ich an zu spinnen. Ich will jetzt ein Aquarium haben. Und ich konnte keinen fragen. Das Problem ist, du kriegst in Deutschland keine Info. Mhm. Ich habe verschiedene Zoos angerufen. Da kriegst du dann zu hören, das ist unser geistiges Eigentum. Da habe ich in Frankfurt einen Biologen angerufen und habe denen gesagt, ich will ein Aquarium bauen, 150.000 Liter Salzwasser. Klick, hat er aufgelegt. Weil er sagt, was will der Spinner? Das baut kein Mensch. Wer hat das denn gebaut? Das habe ich selber gebaut. Das hast du selber gebaut? Ja, Wie alt ist der Riesenkugelfisch? Weißt du das in etwa? Den habe ich, das ist mein erster Besatz, den habe ich 2011 bekommen und da war der zweieinhalb Jahre alt. Das sind jetzt 10, 13 Jahre ungefähr. Und der war noch klein früher, ja? Ja, so klein wie der andere auch. Ja, krass. So, jetzt geht's an die Meerwassertechnik. Oh, das ist ja quasi jetzt das ist ja das Aquarium jetzt schon halb. Wie viele Liter waren es nochmal? 150.000. 150.000, ja. So, das ist Restaurant und das ist Aquarium. Also 70 cm dicke Wände. Aha. Das heißt 40er Stahlbetonwände, 30er Isolierungs-Edge-Elemente. Okay. Ich weiß nicht warum, aber man denkt, das wäre irgendwie unter der Erde, ne? Alles voll komisch. Ich dachte, das ist... Also geplant war folgendermaßen, das kommt vielleicht schon noch, ich weiß es nicht, dass du vorne am Eingang virtuell nach unten fährst. Mmh, das heißt also, ja, hast du stimmt, Wall. Deswegen dachtest du, weil es normalerweise ja unter der Erde ist. So ein Wackelfahrstuhl, wo du dann runterfährst. Ja, kennt man aus den Freizeitparks manchmal. Oh wei, ist auf jeden Fall ein bisschen lauter. Ist das der Abschäumer? Ja. Das ist der Abschäumer. Also, der holt die Schadstoffe aus dem Wasser. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Abschäumer. Und das ist dann sozusagen selber gebaut. Ratz. Heißt die Firma. Heißt die Firma. Und die machen das für Zoos und so. Korrekt. Ja, okay. Das ist das, was ich habe und das ist das von dem Aquarium. Minimal. Hier habe ich meine Anzucht früher gemacht und ich habe jetzt auch was geschrieben. Ja. Und zwar, es geht darum, über Moorhölzer. Jeder hat mir gesagt, kannst du nicht machen, die hauen dir den pH-Wert weg. Ja. Daraufhin habe ich jetzt ein Jahr verschiedene Moorhölzer in ein System laufen lassen. In normalen Salzwassersystem und habe täglich dann den pH-Wert gemessen. Ein Jahr lang. Ja. Ja. Und festgestellt, das ist alles Humbug. Ja. Die geben, also Moorhölzer geben keine Huminsäure mehr ab. Boah, es ist ganz schön warm hier. Okay. Das ist der Abschäumer, Freunde. Das ist das, was bei mir nicht funktioniert. Reinigt er sich die ganze Zeit selber so ein bisschen? Also wieso läuft hier Wasser? Weil das muss ich alle paar Stunden machen. Und warum? Damit die Oberfläche von diesem Schaum etwas... Oh, da schäumt er. Krass. Ja. So ein großer Abschäumer. Verfestigt sich. Mhm. Ja, und dann drückt er nicht mehr raus. Das heißt, muss die Oberfläche entspannen. Ja, und das stinkt ja auch ganz schön, ne? Natürlich. Okay, Leute, jetzt gucken wir uns mal das Aquarium an hier von oben. Da waren wir ja gerade noch unten im Restaurant. Ach du meine Güte, eieieiei, ich will nicht reinfallen. Ja, krass, so sieht das Aquarium einfach von oben aus. Ich finde, das sieht alles ein bisschen provisorisch aus, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Vor allen Dingen auch so die verhältnismäßig eigentlich kleinen Lampen so. Das sind so richtige typische Aquariumlampen, die man so eigentlich aus dem, von zu Hause aus vom Aquarium kennt. Aber da sind noch ein paar Baustrahler da oben drauf quasi, so ein paar Röhren. Boah, die Luftfeuchtigkeit und die Wärme ist schon brutal, ne? Aber guck mal, da ist einfach dieser Abschäumer, der ist genauso hoch wie das Aquarium. Das ist schon krass. Und das sind einfach die einzelnen Filter hier. Also, da wird geht das Wasser nochmal durch. Krank. Hast du gar keine Probleme mit der Wärme, mit der Temperatur vom Wasser?
Hey, guck mal, da ist ein Wärmetauscher. Ich habe oben 7000 Watt Licht. Ich finde, Licht sieht sogar relativ wenig aus, ne? Ja, sind aber 7 kW. Ja. Ja, und das sind natürlich auch 7 kW Wärme. Merkst du ja gerade. Ja. Damit das Wasser nicht zu warm wird, habe ich einen Brunnen gebohrt und fahre mit 300 Watt das kalte Wasser durch den Wärmetäuscher. Okay. Neutralisiert damit die 7000 Watt Licht. Damit halte ich dann meine 26 Stunden. Ich bin immer noch begeistert von dem Abschäumer. Der ist ja wirklich krass. Ja, und 17 Pumpen hauen hier insgesamt 2,15 Millionen Liter Wasser gesucht. Ja, die Werte sind so surreal, da kann man sich ja schon fast gar nichts mehr drunter vorstellen. Ne? Du hättest aber auch ein gutes YouTube-Projekt machen können aus der ganzen Geschichte. Da hättest du ein paar Jahre, wärst schon richtig hier unterwegs. Ich hatte, ohne Blödsinn, ich hatte das mal vorgehabt, das hatte ich mit Sony Pictures mal geredet, wie die hier gedreht haben, ob man das über Aquaristik so macht. Das heißt, du kannst das hier drin moderieren, wie die Profis in Amerika. Ein Jahr gebaut, das Auto ist 15 Jahre alt und dann halt ein Freund von mir hat negative gemacht und haben dann positive draus gegossen. Also Leute, das ist jetzt nur mal gerade so nebenbei erwähnt, er hat hier sein eigenes Auto gebaut, was ganz normal so in Deutschland zugelassen ist. Als Einzelabnahme. Wie, hast du es jetzt getauft? Der hat einen Namen gekriegt, Black Diamond steht drin. Ah ja, so wird er jetzt offiziell in den Papieren, steht das so drin? So steht das drin in den Papieren. Ein Eclipse Spider GT ist das Chassis. Das ist das Chassis, genau. Und so den Namen hat er dann gekriegt. Und das muss natürlich dann hier alles eingetragen werden. Für die. Warte mal, das heißt das Body Kit oder... Das ist alles negative gegossen und dann positive draus gemacht und dann dran ge... Das gibt es so alles nicht. Nein, und mit Chassis gemeint ist also das... Das Fahrwerk unten drin. Aber was ist denn mit dem Innenleben, das Interieur? Das hat mir eine Autosattlerei gebaut. Komplett genäht. Aber sowas hier? Das ist alles komplett genäht. Das war mal ein Plastikteil, was da drin war. Und das haben die dann irgendwie umgebaut alles. So, wie es jetzt hier ist. Und wie, warum baut man sich ein eigenes Auto? Warum hat man... Hat's einfach Bock drauf? Ja, schon. Ah, okay, nee, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Da wirst du wahrscheinlich öfter mal gefragt, was ist das eigentlich für ein Auto, ne? Das ist alles ganz schön verrückt hier. Da kann man wirklich eine Netflix-Doku drüber drehen, habe ich das Gefühl. Hier musst du mal ein paar Jahre mitmachen, dann sieht das höchstwahrscheinlich 2030 sieht das hier komplett anders aus. Nee, nächstes Jahr. Ja. Okay, also das geht raus an Netflix. Hier gibt es noch einiges, was hier passiert, ne? 10%. Merkt euch das, wir haben ihn entdeckt. Das ist eine Zeitung hier. Koralle, das ist so geil hier, da sind wir hier vorne. Und er kam dann mit dieser Zeitung hier hin aus Australien und hat mir die dann gezeigt. Sag mal, guck mal, dich kennt man sogar da. Ja Leute, das war verrückt. Ich probier immer nur also, im Bildland zu sein, damit ich so ein verzerrtes Gesicht habe. Na? Das war ein verrückter Tag. Das war ein verrückter Tag, du. Ich wollte einfach mal so einen Oldschool-Vlog machen irgendwie und hab gehört, du wolltest mich irgendwie hier zum Essen einladen für dein Video, weil da ein Aquarium ist. Und jetzt wurden wir durch das ganze Gelände hier geführt. Ist geil, oder? Der Besitzer, Inhaber hier hat sich ein eigenes Auto gebaut, hat mir diesen größten Abschäumer Deutschlands gezeigt. Das ist doch, ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation. Ich weiß, du brauchst jetzt erstmal. Ich war auch ein bisschen hyperaktiv im Video bei dir, glaube ich, teilweise, weil ich irgendwie, wir waren auch jetzt echt lange da drin. Wie viele Gänge waren das? 12? Wir sind übrigens um 17.30 Uhr, hatten wir den Termin, wir sind 17.40 Uhr. Da rein und jetzt 22 Uhr. Was haben wir denn da drin gemacht? Das war ein Trip auf jeden Fall. Immer wenn ich irgendwie was aquariumtechnisch mache, dann bin ich immer sehr lange bei den Leuten, weil wir irgendwelche Fachsimpeleigespräche haben. Und heute wollten wir eigentlich nur essen gehen und irgendwie, weil Aquarien mit dem Spiel waren, hat es irgendwie trotzdem wieder auch so lange gedauert. Ja, haben wir auch, aber wir haben ja eigentlich auch noch hier den Koch, habe ich auch getroffen. Du hattest deinen Aquarium-Talk, ich hatte meinen Koch-Talk. Stimmt, das sehr hat gut gepasst, ne? Das war wirklich die Kombination aus unseren beiden Kanälen. Perfekt. Ich habe auch zu dem Koch gesagt, ich meinte so, ja, früher haben wir wieder zusammen gezockt, da hat er gesagt, das habe ich geguckt, hat er der Chefkoch von dem Restaurant geil unsere Videos geguckt. Lucky Block Battle wahrscheinlich. Oder so. und dann meinte ich so, ja guck mal, weil jetzt macht er Aquarium, ich mache irgendwie so Essen und dann meinte ich so, heute passt halt beides perfekt zusammen, krass, mach mal ne? wieder ein Video. Ja mega. Verrückte also ich fand's übel geil, muss ich sagen. Ich fand's auch richtig geil, falls ihr wie gesagt das ganze Essen abchecken wollen solltet, was war das für ein Satz, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne beim Freddy vorbeischauen, das waren wirklich sehr, sehr viele Gänge. Es gab zwischendrin einen Nachtisch, das war verrückt und dann ging's wieder weiter mit der Sorbet. Hauptspeise. Kurzes Zwischensorbet. Wann kommt dein Video raus? Ach du Scheiße, der Terminkalender ist wieder voll. 25.07. Ach du Scheiße, ja, das kommt eines Tages, kommt ein Video beim Freddy online. Checkt den auf jeden Fall ab, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Wann kommt deins denn? Ja, Sonntag oder so. Soll ich lieber so lange warten, bis deins online gegangen ist? Wir sollten vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich werde danach nochmal irgendwie was hier reinschreiben oder so. Und dann so, heute. Ein Heiratsantrag war auch noch mit dabei. Der erste Heiratsantrag, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was sagst du zum Heiratsantrag? Ja, ich sage, ich bin so romantisiert gerade. Ich bin richtig froh, dass wir zusammen zurückfahren. Ja? Knutschen. Knutschen.
Oh Mann, warum ist das so ein Video, wo es irgendwie... Weißt du noch, als wir damals auf dem Skandinavien-Trip immer abends in den Hotels waren, da war ich auch so. Ich weiß nicht genau, was das ist, ich so bin. Ich mach dich bekloppt. Irgendwie schon, weil ich war schon länger nicht mehr so. Ich mach dich quatschig. Die Leute denken wahrscheinlich auch, ich hätte mir richtig einen hinter die Birne gekippt. Also ich muss sagen, wenn noch jemand mal so ein Best-of von unseren Vlogs am Ende in meinen Hotelzimmern zusammenschneidet, das war so lustig immer. War das Beste an den Tagen, war, wenn wir auf dem Hotelzimmer waren. Wir hätten eigentlich auch nur in Helsinki bleiben können für 3 Wochen. Eigentlich schon. Höchstwahrscheinlich der gleiche Content gewesen. Falls ihr, wie gesagt, das ganze Essen abchecken wollen solltet, was war das für ein Satz, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne bei Freddy vorbeischauen. Das waren wirklich sehr, sehr viele Gänge. Es gab zwischendrin einen Nachtisch, das war verrückt. Und dann ging es wieder weiter mit der Hauptspeise. Kurzes Zwischensorbet. Wann kommt dein Video raus? Ach du Scheiße, der Terminkalender ist wieder voll. 25.07. Ach du Scheiße, ja, das kommt eines Tages, kommt ein Video beim Freddy online. Checkt den auf jeden Fall ab, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Wann kommt deins denn? Ja, Sonntag oder so. Soll ich lieber so lange warten, bis deins online gegangen ist? Wir sollten vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich werde danach nochmal irgendwie was hier reinschreiben oder so. Und dann so, heute. Take this auf jeden Fall, ist, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst und ich verlinke alle hier. Freddy, hier seid alle verlinkt, freut euch. Ja. Yo Leute, wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Haut auf jeden Fall rein und immer schön blubbern. Blub, blub, blub. Komm, können wir enden in deinem Bauch.